Hallo und herzlich willkommen hier bei Postal 3 auf THCs Game Channel. Vielleicht merkt man das, ich habe ein etwas besseres Mikro und es läuft, müsste jetzt alles ein bisschen besser laufen. Nichtsdestotrotz machen wir weiter mit der 10. Mission Monkey Test Lab Assault. Wir müssen ein Labor in Grund und Boden schnetzeln, weil sie Tiere zu Versuchszwecken I benutzen. easily landed a cush job in the research division at the Evil Luscious Cosmetics Lab. That whole semester at DeVry really paid off. While one of the other science jagoffs impressed his little nerd friends with some kind of remote control monkey, I opened a side door and let my new ecotologist friends come in and play. They began liberating the oppressed lab animals to create a diversion while I searched for the champ. Jo, sie machen die Käfige kaputt und wir suchen nebenbei nach Champ, unserem Hund. Just Google Pam Anderson's address. You'll be fine. Zack, 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 Be free, little AIDS-infected beasties. zack, zack, zack. Remember me in your will. Das war, glaube ich, ah ne, hier sind noch drei. Zack, zack, See you. zack. Good luck. Das sind drei Stück. Auf die Katzen muss man aufpassen. Ich habe die Mission schon ein paar Mal gemacht, weil Aufnahmen sind einfach kaputt gegangen. Wieso auch immer. Ja. Auf jeden Fall habe ich die Mission so ein paar Mal gemacht. Was mache ich denn hier? Kann ich hier irgendwas drücken? Nö. Wie viele muss ich noch? 11. Wo findet man denn die Käfige? Ich finde keine Käfige mehr hier. Draußen wenigstens. In den Dingern sind bestimmt auch noch Laboratorien, Affenbehälter, weiß nicht. Eine verrückt gewordene Killerkatze ist da. Wow. Kommt von der Decke. Wie mache ich das denn auch? Kann man das über. Oh, doch. Nee. Nee, die kann man nicht aufmachen. Da ist noch einer drin. Drei Stück. Go forth into the wild and fornicate. Boah, hinter der Scheibe. Geht aber ordentlich was ab. Go forth into the wild and fornicate. So, die drei sind offen. Wir haben noch sieben Käfige. I know what you're thinking, but I don't even like video games. Ja, zwischendurch einen coolen Spruch ablassen kann er auf jeden Fall. Die sich aber jetzt so langsam wiederholen. Da ist noch. Komisch, dass hier überall noch Käfige rumstehen. Ich dachte, ich hätte sauber und gründlich gearbeitet hier, aber anscheinend nicht. Die übersieht man wohl öfters mal. Aber hier ist nichts. Noch fünf. Fünf. Fünf Käfige kann man doch nicht übersehen. Oder doch? So, das sind schon mal drei. Zack. Ups. So. Der will mir an den Kragen. Ich brauche nur noch zwei Käfige, die offen sind.
zwei beschissene Käfige, die offen sind. Ach, die noch geschlossen sind. Da, zwei Stück. Perfekt. Ich hab's geschafft. Bildschirm wird schwarz. Kommen jetzt die China-Männer wieder. Oh ne, Hundekäfige. Oh yeah. Oh yeah, die Hundekäfige, ihr Bastarde. Ihr wolltet meinen Hund noch hier schminken. Bastarde, Bastarde, Bastarde. Mann, 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 der lebt noch. Füße weggeschossen. Ja, oh, habt ihr den Move gesehen? Ooh, that's gonna leave a mark. Mann, Mann, Mann. Davon gibt's aber viele hier. Keine Muni mehr. Spielt der Mario? Was ist das? Oh ne, ist Windows. Mann, 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 wieso haben die Mitarbeiter hier solche Waffen? Solche krassen Wummen. Boah. Anspruchsvoller Shooter hier geworden, oder was? I can probably kiss my police career goodbye. Oof, GTA's physics are better. Ja. Kämpfen uns ganz langsam hier den Korridor entlang. Next time, get out of the damn way. So. Oh, es geht nach unten. Oh, oh, oh. Oh, oh. What sauce? Oh, oh. Oh, krass. Mann, 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 die Hitboxen sind aber auch kacke gelegt. Von den Köpfen. Was soll man da denn treffen? Ein Endboss. Gank the Laser. Oh shit. Aha! Habt ihr das gesehen? Ich hab meine Machete geworfen und ihn die Beine zerschnippelt. Jetzt habe ich den hyperaktiven Affen als neue Waffe. Clearly I'd scored a victory against the Industrial Science Torture Complex and exposed their unethical socialist animal death panels to the world. Good job. Sure is a nice day, eh, champ? I'm feeling like things are finally going our way. Cracker Barrel, you look like you need a payday loan, motherfucker. Give me your money, fool, and have a nice motherfucking day. You clearly don't understand how payday loans work. What I understand is that today is payday. Therefore, you got to pay me. If you want, you can give me your teeth as a fucking down payment, fool. Then I'll come find you next week, and I'll take that paycheck, too. Okay, I guess you understand exactly how payday loans work. Ah, shit! Joe Falby's off me, man. Christ help me, Jesus. I'm gonna die. Oh, Champ. Damn it, Champ, not again. Champ ist unser Held. Ja. So, das war der 10. Part, die 10. Mission. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Quali ist deutlich jetzt besser, glaube ich. Die Mikro-Quali. Ja. Sonst gibt's nichts weiteres zu sagen eigentlich. Ich versuche so langsam meine ganzen Videos zu updaten. Beschreibung, Tags und so weiter. Und jo, Postal 3 mache ich zu Ende. Donkey Kong Country habe ich noch. In petto Fahrenheit noch. Das kommt aber alles noch online. Okay, let's move. Das sehen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.